Manfred Schnippelbein, Ornithologe, Gefäßchirurg und Diktatorencoach, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich einmal eine eigene Diktatur aufzubauen, dann hätte ich heute etwas für Sie. Nehmen wir an, Sie sind der Staatschef von einem, sagen wir, 17.100.000 Quadratkilometer großen Ländchen, aber gerade mal das Doppelte der Einwohnerzahl von Deutschland, haben aber seit längerem das Gefühl, oh, das ist aber ein klein, gell? Das ist aber ein klein, da wird's eng, da könnte man mal ein bisschen expandieren und das ein oder andere Nachbarland überfallen. Natürlich zur reinen Selbstverteidigung, das ist ja klar. Wenn Sie sich da jetzt wiedererkannt haben, dann habe ich heute ein paar wertvolle Tipps für Sie. Tipp Nummer 1, Kommunikation. Wichtig ist die Kommunikation. Wenn Sie also expandieren wollen, nennen Sie das nicht Krieg. Das kommt immer nicht gut an. Ne? Das mögen Sie nicht, die Leute. Gell? Das mögen Sie nicht. Nennen Sie das einfach, sagen wir mal, eine Polonaise. Also beim genauen Wording, da müssen Sie halt ein wenig kreativ sein. Vielleicht eine Spezialpolonaise. Da ist die Stimmung gleich viel besser. Da denkt man an Fasching. Das ist viel positiver. Glauben Sie mir das? Ja gut, und am Ende, Fasching oder Krieg, bei beidem gibt's Verluste, gell? Tipp Nummer 2, Strategie. Ganz wichtig. Bevor Sie jetzt mit der Invasion starten, nehmen Sie erst einmal nur ein kleines Zipfelchen. So eine Landzunge. Da machen Sie noch nicht viel falsch. Wenn es Ihnen dann doch nicht gefällt, ja, da können Sie das zur Not auch wieder zurückgeben. Aber zur Feier des Tages gönnen Sie schon einmal einen Krimsekt. Und dann schauen Sie mal nach den Reaktionen im näheren Umfeld, gell? Ja, was sagen die Leute? Wie ist das Feedback? Positiv? Negativ? Und dann rufen Sie mal ein paar Arbeitskollegen an, sagen wir mal die Angela. Ja, und wenn die dann sagt, sie fände es tendenziell nicht so optimal mit einer Annexion, aber andere Frage, soll man nicht vielleicht mal eine neue Pipeline zusammenbauen? Hättest du Lust drauf? Ja, da wissen Sie schon, Test erfolgreich durchgeführt. Scheint doch nicht so schlimm gewesen zu sein, gell? Da können Sie jetzt weiter planen. Nummer 3, Fakten je nach Gusto. Jetzt können Sie im nächsten Step schon einmal ein wenig weitergehen und einfach sagen, ja, dieses Nachbarland, das gibt's ja gar nicht. Da stellen wir uns einmal ein wenig naiv. Ja, ich habe das nie gelesen auf der Karte. Gell? Auf meiner Karte steht da nichts. Aber schauen Sie mal genau hin. Das Geheimnis ist ein Filzstift. Ja, das ist das ganz bekannte Prinzip der Filzstift-Volltrottel-Methode, benannt nach Donald Trump. Der hat es seinerzeit erfunden für die nachträgliche Bearbeitung von Wetterkarten. Das funktioniert also immer sehr gut und da sind die anderen natürlich ein wenig verblüfft, denn dass sie in diesem Kasus eine lückenlose und wasserabweisende Argumentationskette mit umfangreichem Beweismaterial vorlegen können, damit hätten sie nicht gerechnet. Nummer 4, Machtdemonstration. Wenn Sie jetzt einmarschiert sind mit Ihrer Polonaise und sagen wir mal, es klemmt vielleicht ein wenig an der einen oder anderen Stelle militär, faschingsmäßig, ja, das macht ja nichts. Da brauchen wir mal eine schöne Parade, gell? So eine Militär-Faschingsumzug, wo Sie einmal zeigen können, was Sie haben. Ganz entscheidend eine Flugschau. Ja, das macht immer was her. Aber aufpassen bei schlechtem Wetter. Die haben jetzt ein Beispiel vom 9. Mai diesen Jahres über Moskau. Rein zufällig ausgewähltes Datum. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus mit dem Wetter. Aber schauen Sie mal, da war nicht der komplette Himmel blau. Da waren schon ein paar kleine Wölkchen. Und wie schnell wird sowas einmal zu einem Hurrikan? Aufpassen. Tipp Nummer 5. Raumgestaltung. Und zuletzt noch ein ganz allgemeiner Punkt zur Raumausstattung. Da ist es also äußerst vorteilhaft, wenn Sie sich jetzt mit ausländischen Regierungschefs treffen, dass Sie jetzt nicht gerade an so einem Campingtisch zusammensitzen, sondern dass der Tisch schon eine gewisse Größe hat.
nehmen wir mal an, der andere erzählt was. Dann können sie nämlich immer noch sagen, ach so, friedliche Lösung, hat er gesagt. Ja, das war auf die Entfernung gar nicht zu 100% zu verstehen. Ich habe jetzt verstanden, alle abschlachten. Na ja, das klingt halt auch so ähnlich. Das war jetzt wohl ein Missverständnis. Merken Sie das? Da können Sie sich immer gut rauslavieren. Ja, das ist plausibel und da kann dann wirklich keiner was dagegen sagen. Am Ende haben Sie dann wieder ein neues Stück Land, das Sie nicht gebraucht hätten. Gut, das Land ist komplett zerstört und die Bevölkerung hasst sie. So wie der Rest der Welt auch. Ja, irgendwo hat alles auch gewisse Nachteile, aber wir wollen auch nicht in den Krümeln suchen, gell? Dafür haben sie natürlich den riesen Vorteil, dass Vorteil in dem Sinne hat jetzt keiner. Ja, mein, das sind Details. Schauen Sie mal, damit haben Sie jetzt praktisch alles, was Sie brauchen für Ihre Diktatur. Außer vielleicht einem Apo-Button. Gut, dass ich einen für Sie da habe. Den können Sie direkt klicken. Hier gibt es noch ein paar super Videos und den Daumen hoch. Den kann man immer gut gebrauchen. Ihr Dr. Manfred Schnippelbein.